Mein Name ist Felix Eifler. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am IEEG und mein Arbeitsschwerpunkt und das Thema meiner Dissertation ist urbane Gemeindeentwicklung, Kirche in urbanen Räumen, Kirche in der Stadt. Und aus drei Gründen ist dieses Thema wichtig und für theologisches Arbeiten relevant. Das erste ist die schlichte Größe. Gegenwärtig leben ungefähr 75% der Deutschen in Städten. Und die Zahl steigt weiter und in den nächsten Jahren wird eine Entwicklung erwartet, die weit über 80% geht. Plus, auch die Menschen, die nicht in Städten leben, sondern im Land, werden trotzdem von urbaner Lebensweise geprägt. Und insofern kann man sagen, dass die überwältigende Mehrheit der Deutschen in irgendeiner Form städtisch lebt oder zumindest von städtischer Lebensweise geprägt ist. Zweites Argument ist, dass Städte gewissermaßen eine Verdichtung von gesellschaftlichen Wirklichkeiten darstellen. Also in Städten sehen wir gesellschaftliche Trends in höherer Dichte, in höherer Konzentration. Und Städten sind zum anderen auch Motoren gesellschaftlicher Entwicklung. Also was politisch, kulturell, wirtschaftlich entschieden wird und die Gesellschaft prägt, findet meist in Städten statt. Insofern muss die Kirche, wenn sie verstehen will, wie die Gesellschaft sich entwickelt und darauf reagieren will, auf die Stadt schauen. Drittes Argument, die Kirche tut sich traditionell eher schwer mit der Stadt. Und Städte sind Orte einer überdurchschnittlich hohen Säkularisierung. Und die urbane Lebensweise, also eher dezentral, eher pluralistisch, eher mobil und eher Netzwerken als lokal begrenzt, ist eine Herausforderung für kirchliches Arbeiten. Und als solches ist es für die Kirche sehr sinnvoll und sehr wichtig, sich dem Thema Stadt zuzuwenden und den Kontext ernst zu nehmen und sich zu bemühen, sich darauf einzulassen. Kirche muss das immer wieder tun. Das ist ein fortlaufender Diskurs, weil Städte sich rapide ändern. Und einen Beitrag zu diesem Diskurs will ich leisten. Und meine Frage besteht darin, wie kann die Kirche ihren Auftrag, das Evangelium allen weiterzusagen, unter den spezifischen Herausforderungen städtischen Lebens umsetzen.